Hallo, ich bin Carsten in Düsseldorf-Garrad. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin jetzt heute in unsere Landeshauptstadt gefahren. Und was eine Großstadt mit Wandern zu tun hat, weiß ich bis jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, das können wir jetzt heute mal herausfinden. Weil ich habe mir eine Tour rausgesucht an den Grenzen der Stadt Düsseldorf. Ich bin gespannt. Kommt mit. Ja, da bin ich doch ungeplant heute wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Hier war ich schon mal. Ja, also ich bin doch nicht auf dem Neanderlandsteig unterwegs, sondern ich habe ihn nur an einer Stelle gequert. Aber das hätte mich jetzt auch echt gewundert. Da geht's weiter. Ja, ich laufe die ganze Zeit schon an hohen, schönen Buchen vorbei. Und hier gibt es auch jede Menge Bucheckern. Ja, Bucheckern sind essbar. Sie können aber trotzdem roh verzehrt leichte Vergiftungserscheinungen hervorrufen, da sie verschiedene Alkaloide enthalten, unter anderem Phagin. Und roh sollte man nicht allzu viele essen, aber im gerösteten Zustand sind sie durchaus genießbar und geröstet schmecken sie auch noch viel besser. Ja, bei den Bucheckern handelt es sich um die Früchte der Rotbuche und ich habe gelesen, dass sie so im Alter zwischen 60 und 80 Jahren beginnen, ihre Bucheckern abzuwerfen. Die Bucheckern sitzen in so kleinen stacheligen Schalen, ähnlich der Esskastanien oder der Kastanien, die dann beim Aufprall auf dem Boden aufplatzen. Hier liegt gerade eine. Ja, hier habe ich dann so eine Hülle, eine Schale. Ja, in alten Zeiten wurde aus den Bucheckern auch Öl gepresst, welches durchaus auch dazu geeignet war, in Lampen Licht zu erzeugen. Deshalb war die Buchecker auch damals schon recht wertvoll. Na, wer da wohl wohnt? Ja, so langsam komme ich wieder in städtisches Gebiet. Ich denke mal, hier werde ich mich dann jetzt auch für heute verabschieden.
Also ich denke, man kann auch in der Nähe einer Großstadt eine schöne Wanderung unternehmen. Und wer Lust hat, mal in der Gegend von Düsseldorf eine Wanderung zu unternehmen, die hier kann ich schon empfehlen. Das ist eine Rundwanderung. Ich denke mal, man sollte auch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Startpunkt kommen. Der liegt ja nun mal mitten in Gerresheim. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.